Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einem komplett anderen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein Angespielt. Meine uralten Abonnenten wissen das. Ich habe früher oft Angespielt gemacht von Hearthstone, WoW und ganz anderen Spielen. Und heute sind wir wieder bei einem Blizzard-Spiel und zwar Heroes of the Storm. Ich bin noch nicht gut in dem Spiel, deswegen möchte ich es mit euch zusammen ein bisschen spielen und euch mal meine Noobigkeit mitteilen, so quasi. Wir haben einen Friend online, ach so, okay. Nur ein Real-Life-Kollege. Dann gehen wir oben einfach mal auf Spielen und suchen uns einfach mal was aus. Also ich kann euch gerne mal mein Profil zeigen. Ich werde auf jeden Fall wieder mit Thrall spielen. Das ist ein Held aus dem... Das sind alles Helden eben aus dem Blizzard-Universum. Er kommt halt aus World of Warcraft. Und ja, dann fangen wir einfach mal an. Das Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger werden. Ist ja, wie gesagt, ein Angespielt. Und ich weiß ja nicht, ob sowas gut bei euch ankommt. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach mal gespannt. So, ich würde sagen, wir gehen da jetzt einfach mal auf Bright, weil den nehme ich, den Helden. Hier kann ich die Helden wechseln, okay. Also ich möchte auf jeden Fall jetzt keine Unterstützung spielen. Ich möchte auf jeden Fall... Nein! Ich möchte gerne hier wieder mein Thrall spielen. So, bereit. Und dann geht's auch... Nein, nein, stopp, stopp! Okay, Leute. Nice! Wir spielen gerade das Tutorial. Ach, egal, Leute. Wisst ihr was? Wir spielen jetzt einfach ein Tutorial. Ich möchte euch ja nur zeigen, das Spiel... Und dann spielen wir das jetzt einfach so, ne? Damit ihr mal wisst, wie das Ganze funktioniert. Damit ihr euch mal ein bisschen besser auskennt. Ich muss noch ganz schön mein Handy jetzt auf lautlos machen. So. Und ja. Also Leute, sorry dafür, dass es jetzt so ungeplant war. Ungeplant? Nein, auf jeden Fall hoffe ich, dass die Facecam nicht irgendwo ist, was wichtig ist, überdeckt. Ich habe keine zwei Bildschirme, das bedeutet, ich weiß es leider nicht. Und ja, ich bin gespannt, was ihr zu dem Spiel sagt, ob ihr da vielleicht noch mehr folgen wollt, weil angespielt kann man ja genauso angespielt 1, 2, 3 von einer gleichen Serie machen. Ich habe vor, auch Lego Jurassic World zu spielen. Könnt mir auch schreiben, wie ihr das so findet. Einfach mal so ein bisschen Abwechslung zu bringen. Natürlich immer noch, dass jeden Tag diese zwei Minecraft-Videos kommen, aber dann zwischendurch auch mal was anderes, weil... Ich finde, das frischt das so ein bisschen auf und das lädt jetzt natürlich so lange, weil ich die Map noch nie gespielt habe und das ist dann natürlich auch Logo, dass das dann nicht so schnell geht. Oh, Sequenz. Diese Tempel wurden zu meinen Ehren errichtet, in den Händen meiner Krieger. Oh, da wird schon geschossen. Oh, jetzt eskaliert er. Jetzt eskaliert er. Oh, oh, oh. Okidoki. Ich weiß, was ich jetzt zu tun habe. Und zwar ist es wie LOL aufgebaut. Das heißt, ich kann hier klicken und somit dann wohin laufen, wo ich möchte. Ich nehme mir hier jetzt einfach mal Blocken, weil ich das eigentlich sehr wichtig finde. Und dann warten wir hier, bis die Tore sich öffnen. Und dann gehen wir einfach mal nach vorne. Da oben steht jetzt auch, wie ich mich zu bewegen habe und so weiter. Aber ich würde sagen, fürs Erste angespielt reicht wirklich mal ein Tutorial. Also das heißt gegen computergenerierte Gegner, die übrigens auch nicht unbedingt leicht sind. Und beim nächsten Mal halt dann richtig so. Los geht's. Erstmal hier durch. Und das Ziel ist eben, da drüben diese Zitadelle zu töten. Dann haben wir eben gewonnen. Oh, oh, oh. Okay, aufpassen. Aufpassen, aufpassen. Ich warte mal, ich weiß ja gar nicht, wo die Gegner jetzt überhaupt sind. Wenn mir der Typ hier jetzt hilft, dann könnten wir die Burg einfach mal angreifen, würde ich sagen. Oh, nee, da kommen jetzt auch schon Gegner. So. So schnell weg hier. Wie ihr seht, ich bin jetzt nur noch low life, weil ich natürlich sofort wieder... krass drauf gehe, dann hole ich mir hier ganz schnell Heilung. Und wenn ich das Spiel falsch spiele, könnt ihr mir das auch gerne schreiben, weil ich weiß, dass ich eben nicht der Beste bin. So. Zack. Hier erstmal auf Walla. Walla. Okay, die hauen ab. Schnell weg hier. Hallo, ich häng fest. Hallo. Okay, so. Ich hab's noch geschafft. Irgendwie so ein bisschen Frame-Einbrück hier gerade. Liegt wahrscheinlich an der Aufnahme. Oh, nee. Dich hole ich mich.
Dich hole ich mir. Nein, du, wir sterben. Nein, ich muss weg, sonst bin ich noch tot. Vielleicht bekomme ich ja den Kill noch. Vielleicht bekomme ich ja den Kill noch so. Ich porte mich mal ganz schnell jetzt in meine Base zurück, damit ich mich schnell heilen kann. Und dann kommen wir sofort wieder. So. Nice. Ich heile mich jetzt erstmal voll. Und los geht's weiter. So, erstmal hier durch. Und da vorne, die hatte noch so low life. Die hätte ich jetzt so gerne getötet. Ist sie denn noch hier? Ja! Perfekt, wir haben den Kill noch bekommen von der. Und Lili haben wir auch getötet. Und das, obwohl wir eigentlich primär auf die andere gegangen sind. Nice, finde ich aber sehr, sehr toll. So, ich will jetzt mal hier... Voice Begleiter, das finde ich echt ziemlich nice, die Attacke. Setzen wir gleich mal ein und hui. Nicer, dicer. Ja, das Ziel ist es halt einfach durchzudrängen und die Zitadelle zu töten. Das ist eigentlich, ich glaube in LoL gibt es so ein gleiches Prinzip. Ich weiß nicht, ich habe LoL noch nie gespielt. Aber ich liebe halt einfach Blizzard, ne? Und das ist halt, ich liebe WoW, ich kenne deswegen ja auch die Helden und so. Und das ist dann irgendwie auch was anderes, weil wenn man das alles kennt, dann ist es irgendwie so ein cooles Gefühl irgendwie. Ich weiß auch nicht, so. Erstmal hier schön das Tor hier töten. Und zack, perfekt. Jetzt können wir nämlich da schon durchbrechen. Wir haben schon wieder eine neue Stufe bekommen. Nice. Und ich habe nämlich so ein paar Frame-Einbrüche. Ich hoffe, mir verzeiht mir das. Weil, ja, passiert halt, wenn man das vorher nicht getestet hat, wie das so läuft mit der Aufnahme. Und, aber es ist eigentlich ganz ertragbar. Und jetzt greift der Typ mich hier an. Deswegen schnell weg hier, schnell, 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 nein, nein, nein. Okay, ich bin aus dem Kreis raus. Schnell mein Reittier. Und ganz, ganz schnell jetzt hier hin. Dann heile ich mich und dann gehe ich sofort wieder hin. So, zack, perfekt. So, wer ist der hier? Hier ist Naisbu. Okay. Zack. Nice. Der ist bewegungsunfähig. Ich kann mir jetzt wieder ein neues Talent auswählen. Würde ich sagen, nämlich Windstoß. Und wenn dann, wenn ich dann dieses Talent bekomme, wo ich mir eine heroische Fähigkeit aussuchen kann, dann nehme ich hier wieder diesen... Nein, ich bin gleich tot. Ich würde sagen, ich gehe wieder zurück in die Base. Damit ich mich wieder schön hochheilen kann hier. Also man muss da schon ein bisschen Taktik sein. Man darf da nicht einfach so drauf gehen und wisst ihr? Sondern man muss da schon ein bisschen sich auch wieder heilen. Und ja, so. Dankeschön, liebe Information, aber das habe ich schon gemacht. Ich bin ja schon hier. So, da vorne sind jetzt wieder zwei Rote, also das sieht man hier unten dann bei der Minimap. Wenn man stirbt, hat man übrigens eine Respawn-Zeit. So. Neue Stufe wieder, perfekt. Also man levelt auch hier hoch in der Zeit, wo man hier ist. Oh, oh. Walla, Walla. Walla, bleib stehen, Walla. Oh, die ist... Nee, ich lege mich mit der jetzt nicht an. Ich gehe das weiter zurück lieber. Ich weiß, dass ich das bereuen werde. Oh, jetzt greifen mich die halt beide an. Oh, die haben auch schon unser Tor hier. Das ist natürlich nicht so gut. Dann warte ich jetzt aber hier noch schnell auf Heilung. Kann ich mich nämlich hier schön heilen und dann... So, scheiße, jetzt sind die halt hier, ne? 4 Sekunden habe ich noch, dann kann ich mir die Heilung holen und dann... So, jetzt gehe ich gleich auf Lili, das ist nämlich die Heilerin von den beiden, perfekt, die ist down. Und jetzt gehe ich auf Walla. Walla! Nice, die ist auch down. So, perfekt, dann gehen wir gleich weiter. Können wir hier erstmal den Hund reinlaufen lassen. Und dann haben wir das schon mal ganz gut verteidigt. Auch wenn unsere Tore jetzt kaputt sind, von denen sind die Tore ja auch kaputt. Also von dem her kann mir das ja egal sein. Ich kann mir jetzt wieder ein Talent auswählen. Ich glaube, jetzt kann ich mir die heroischen aussuchen. Genau, da nehme ich meistens Zerschlagung. Finde ich irgendwie, ich komme damit besser klar. Und ja, so. Zack, einmal wieder den Hund durchlaufen lassen hier. Ich zeige gleich mal das Talent hier. Und zack. Ist halt so ein richtig fettes Ding, wo die Leute halt richtig krass sterben. Das hat halt über eine Minute Abklingzeit, deswegen ist es ja auch so Premium quasi. Und ich töte den Turm jetzt mal und dann versuche ich mal auf Lili zu gehen, auf die Heilerin wieder. Weil die Heilerinnen da, die sind schon teilweise ein ganz schöner Abfuck hier. Oh, 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 Achtung, Achtung. So, schnell zurück und nochmal einen Stromstoß hier.
Okay, jetzt kommen wieder meine Friends. Wir haben jetzt auch wieder eine Stufe bekommen, aber ich gehe jetzt wieder auf Lili. Lili, komm her. Lili, das geht ja mal gar nicht. Du bleibst jetzt erstmal hier schön bewegungsunfähig. Du wartest ja jetzt mal auf mich, ja? Das geht ja gar nicht. Gehen die irgendwie auf mich, diese Monster da? Oh, ich muss weg, ich muss weg. Aber die ist gleich tot. Ich würde die halt so ultra gerne töten, ne? Nein. Und die ist gleich tot. Die ist gleich tot. Nein, ja, als ob die das jetzt überlebt haben. Als ob. Was haben die denn bitte schon für einen Luck, ey? Mit so einem Millimeter Leben. Damit sie sich euch anschließen. Es gibt verschiedene Arten von Söldnerlagern, die unterschiedlich erstmal heilen. Schwer einzunehmen sind. Ach, okay, das sind also Söldner, diese Dinger hier. Und wenn wir die getötet haben, dann gehören die uns, oder was? Okay, ich werd mich jetzt einfach mal an den hier machen, aber der ist ein bisschen schwer. Also ich gehe dann hier mal lieber weg und lass dann mal meinen Freund hier rangehen. Sorry Leute, ich habe gesagt, ich bin nicht unbedingt gut in diesem Spiel. Ah, ich bin gleich tot, ich muss weg. So. So, komm schnell hierher, Thomas, komm schnell hierher. So, ich benutze jetzt mal den Ruhestein, dann geht's einfach mal ab nach Hause und dann heile ich mich dort mal wieder hoch. In der Zwischenzeit kann ich wieder ein neues Talent wählen. Rastlose Wölfe, die Abklingzeit. Ja, okay, dann kann ich es öfter einsetzen. Ist, glaube ich, auch ganz gut so. Dann heile ich jetzt hier noch ein bisschen hoch. Okay. Ah, okay. Das heißt, wir haben jetzt einen Söldner bekommen, der für uns kämpfen wird. Das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Und dieser Tempel ist aktiv. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein in diesen Tempel da. Ich habe keine Ahnung, was man da dran machen kann. Ich weiß es nicht. Aber ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr mehr von dem Spiel wollt. Dann natürlich nächstes Mal versuchen, mit einer besseren Leistung das Ganze. Du kommst erstmal her, du kleine Bitch, du. Muradin, zack, gehört uns. Wir könnten jetzt eigentlich runtergehen, oder? Nein, ach so, das ist wieder so ein Boss hier. Ich habe 5 Kills gemacht, nice. Sollte vielleicht nicht in dem Cast von dem Typen hier stehen, aber das wäre vielleicht mal ganz nice. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel Leben der hat. Oh, der ist tot. Okay, perfekt. Dann greift mal bitte den hier an. Dankeschön. So, der ist auch tot. Ich glaube, wenn wir den Tempel hier, wenn wir da irgendwas gemacht haben, dann schätze ich, dass wir da irgendwie eine Belohnung dafür bekommen oder so. Weil umsonst ist das ja nicht, ne? Also. Oh, oh, hier aktiviert sich irgendwas. Okay, nice. Ach, der schießt jetzt. Der schießt jetzt die Gegner ab oder so. Nice. Das haben wir gut gemacht, Leute. Ich bin so stolz auf ihn. So. Ja, ich weiß, dass ich mit einem Reittier schneller bin, aber das bringt mir jetzt nichts, wenn ich hier eh sowieso kämpfen muss. So. Perfekt. Wir sind gleich tot hier. Dann zack. Die Mauer zerstöre ich auch noch. Irgendwie ist mir das lieber, wenn die auch noch kaputt ist. Die mache ich jetzt auch noch kaputt. Ich bin lieber gründlich, ne? So. Boom. Sieht schön aus. Also, ich würde sagen, für uns sieht es derzeit sehr, sehr gut aus. Für die anderen dann nicht so, ne? Jawohl, Malfurion müsste gleich tot sein. Malfurion. Du kleiner Droide, komm her zu mir. Du bist gleich tot, Mann. So, nice. Er ist kaputt. Ich hau schnell ab. Wähle schnell ein Talent aus. Und zwar Gabelblitz. So. Also ich weiß schon, welche Talente ich meistens nehme. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, wenn ihr Thrall kennt, welche Talente für ihn eigentlich am besten zum Auswählen sind. Wenn ich mit dem spiele. So. Valla haben wir getötet. Jetzt fehlt nur noch Lili. Ich möchte die halt gerne noch töten, bevor ich jetzt selber tot bin. Nein, nein. Ich muss weg. Ich werde sonst wirklich sterben. So. Ich reite jetzt aber mal, würde ich sagen, zu einer Heal Station. Ne? Ich gehe jetzt nicht wieder ganz zurück zum Spawn. So. Müsste eh sowieso irgendwo hier sein. Nein, ich möchte jetzt aber nicht den Ruhestein benutzen. Ich möchte hier hin. Ach, der ist kaputt. Der ist kaputt. Nein. Unser Heilbrunnen ist kaputt. Dann reite ich einfach zurück. Ja. Nehme ich mir hier ein bisschen Heilung. So. Gut, perfekt. Also, wie ihr seht, es leben nur noch ein paar Türme von denen. Das heißt, wir sollten die eigentlich im Griff haben. Wir liegen eigentlich auch richtig jetzt hier vorne.
Das heißt, es ist eigentlich ganz gut. Und diese kleinen Mini-FPS-Sachen hier liegt an mir, Leute. Das liegt nicht am Spiel oder so. Das liegt einfach daran, dass ich vorher nicht getestet habe, inwiefern gut das Spiel bei mir mit der Aufnahme zusammenläuft. Weil da muss ich ja einige Programme offen haben dafür. Beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall besser sein. Dann habe ich die Map noch nie gespielt. Das ist auch ein Faktor, der dann da dazu zählt. So, Malfurion ist gleich tot. Nice. So. Jetzt können wir das Ding hier auch noch. What the fuck? Och, nee, nee, nee. Das ist schon der Tempel. Den würde ich jetzt ungern schon töten. Ich würde sagen, wir gehen zuerst auf das Ding hier. Nice, Lili haben wir auch noch bekommen, den Kill. So. Oh, und den haben wir auch noch bekommen. Alter, weil wir da mit dieser Attacke hier mit dem Zerschlag richtig draufgeballert haben. Nice. Hat sich jetzt auf. Boah, insgesamt sind schon 10 Kills. Und Walla haben wir auch schon wieder getötet. Alter. So. Und jetzt schnell weg hier. Ganz schnell weg. Dann würde ich sagen, packe ich mir gleich meinen Mount. Oder obwohl. Unser Leben ist eigentlich wieder ganz in Ordnung, weil uns irgendjemand geheilt hat. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt trotzdem wieder weiter auf diesen Tempel hier. Auf die Zitadelle. Lili, Lili, was willst du denn schon wieder von mir, Lili? Du weißt ganz genau, dass das eine ziemlich dreiste Aktion ist, mich hier einfach so von der Seite anzupöbeln und anzugreifen. So. Und Lili ist tot. Und wir sind auch gleich tot, wenn wir jetzt nicht rauskommen. Okay. Jetzt sind wir tot. Jetzt seht ihr mal, wie das hier aussieht. Wenn man tot ist, man kann dann hier bei der Map so rumfahren, sich alles anschauen. Also wie gesagt, das hier ist unsere Base. Das hier müssen die Gegner zerstören. Und wir sind gerade dabei, das hier zu zerstören. Also die Gegner sind wahlweise immer rot. Wir sind immer blau. Und somit funktioniert das Ganze dann auch ganz gut. Und ich merke, ich habe meine Softbox gar nicht an. Aber egal, hier scheint eh Tageslicht rein. Dann ist es nicht so schlimm. So, gut, wir sind jetzt wieder voll geheilt, weil wir natürlich gestorben sind. 67% hat von denen die Zitadelle noch und dann würde ich sagen, helfe ich denen mal, die 67% noch ein bisschen runter zu kloppen, dass wir das Ganze dann so schnell wie möglich gewinnen können, ne? Und ja. Also wie gesagt, sollte es noch einen zweiten Teil von Heroes of the Storm geben, wenn erwünscht oder wenn ich Bock drauf habe, dann werde ich auf jeden Fall versuchen, das Ganze. Wenn es zumindest geht. Oh, 9%. Ich wäre noch gern dabei, wenn wir das töten. Aber okay. Nice, wir haben gewonnen. Also wie gesagt, wir haben in der Runde einige Leute getötet und es lief eigentlich ja flüssig. Aber ich hatte halt teilweise so Mini-Ruckler. Das waren einfach nur diese Low-FPS, die ich halt hatte. Eben wegen der Aufnahme, die ich halt sonst nicht habe. Und natürlich habe ich jetzt nichts an Gold bekommen, weil es ja nur quasi ein Tutorial war. So, dann kann ich jetzt hier auf Verlassen gehen. Und eben, ich war hier auf Training und müsste aber eigentlich auf Schnellsuche gehen, ja. Und ja, deswegen, Leute, Dankeschön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Oder wenn ihr überhaupt eingeschaltet habt zu Heroes of the Storm. Freut mich wirklich sehr. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das selber spielt, ob ihr LOL spielt, ob ihr beide spielt, ob ihr noch einen zweiten Teil mal davon sehen wollt und dann mal in der Schnellsuche, das heißt auch gegen andere Leute. Und ich werde wirklich versuchen, wenn es wirklich zu einem zweiten Teil kommt, dass ich da die FPS wirklich so ein bisschen regulieren kann, dass ich das so ein bisschen versuche zu regulieren, weil es wirklich nicht toll ist, wenn dann da so kleine Mini-Ruckler sind. Aber das konnte ich ja davor nicht wissen. Deswegen trotzdem vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Ciao.